Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play und zwar mit Bellride. Wir starten wieder gemeinsam von vorne und gucken, was uns das Spiel so bringt. Ich bin ja mal gespannt, es ist ja, oder es soll ja so ein bisschen angelehnt oder ähnlich sein wie Enshrouded oder Conan Exiles und ich hoffe, dem ist dann auch so und ich hoffe auch, dass es dementsprechend viel Fun macht. In dem Sinne, ich will nicht lang schnacken, wir gucken uns gemeinsam alles an und let's go! So, ich hoffe natürlich, dass alle Einstellungen soweit erstmal passen und dass auch die Musik einigermaßen gut ist. Das müssen wir dann einfach mal schauen. Jetzt starten wir doch mal und gehen auf neues Spiel. Und hier können wir jetzt erstmal unseren Charakter machen. So, natürlich sind wir weiblich. Was gibt es denn da alles für Gesichtsformen? Oh. Ich glaube, dann hat mir tatsächlich die erste noch am besten gefallen. Ja, ich glaube, die erste nehme ich. Name des Charakters ist natürlich Luni. Und können jetzt hier noch Haare auswählen. Da gibt es aber aktuell nur zwei Optionen. Und zwar einmal lange und einmal ja, zum Zopf gebundene. Ich nehme jetzt einfach mal die langen. Und hoffe, dass man dann in Zukunft auch hier mehr einstellen kann. Gut, dann können wir ja eigentlich auch schon auf Spiel starten klicken, denn mehr können wir hier nicht auswählen. Bist du bereit, das Spiel zu starten? Of course. Isn't it funny how one small decision can have consequences that ripple through history? Or are we victims of a predetermined path? Was it chosen for you, the day you visited your favorite woods on your 10th birthday? Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Voldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life, your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life was over. For years, you hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland, the rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian, the man who smuggled you out of Carvinia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it. A clue. Now, you have returned to your homeland for answers. Through choice or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? Ja, das war nun also die Geschichte, wie wir hierher gekommen sind und wie so alles begann. Wir stehen jetzt hier bei so einem kleinen Türmchen und haben rechts eine Geschichte der Niederlande. Die Niederlande sind die ärmsten
Die Niederlande sind die ärmste der 5 Regionen und eine der ältesten. Ihre Bewohner leben hauptsächlich von der Landwirtschaft. Aufgrund der Danke. Jetzt hat es einfach wieder weggemacht. Na gut, dann halt nicht. Auf jeden Fall haben wir oben unsere Anzeige mit Geld und dieses Blaue weiß ich jetzt noch nicht. Dann haben wir 3 Nahrungsslots, wie mir scheint, und eine Quest, Suche nach Antworten, sprich mit Dobron Jorklin, Älteste. Hier unten rechts haben wir dann noch die Minimap und wo wir gerade sind, plus Uhrzeit und welchen Tag wir haben. Jetzt schauen wir doch mal. Genau, wenn wir dann auf B klicken, dann haben wir hier einmal Zugriff auf unser Inventar. Auf das können wir natürlich auch mit I zugreifen. Und wir sehen hier Waffen, Lagerung, Schnellplätze, eben die konsumierten Nahrungsmittel. Dann hier unsere Skills, die wir so haben, Attribute und auch die Rüstung, die wir bereits tragen. Dann gibt es hier den Reiter mit Gebäuden. Hier können wir eine persönliche Hütte herstellen. Das ist aber aktuell auch schon das einzigste. Und dafür brauchen wir 10 Holz und 6 Flachs. Da kümmern wir uns aber später noch drum. Dann haben wir hier den Tech Tree, also den Technologiebaum. Der schaltet uns anscheinend immer was frei. Das heißt, wenn wir eine Hütte gebaut haben, diese Hütte bietet einen Schlafplatz sowie Zugang zu einer Handwerksbank und einigen Grundrezepten. Hier ist der Forschungstisch und hier das Lagerfeuer. Das wird dann quasi, oh, der ist aber riesig, freigeschaltet, nachdem wir das gebaut haben. Den müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal merken. Dann haben wir hier unser Tagebuch, wo wir dann quasi alle aktiven Quests und abgeschlossenen Quests sehen. Den Tracker für die Quests können wir auch ausmachen, das heißt, es wird uns dann nicht mehr links angezeigt, aber ich nehme das jetzt mal zur Hilfe. Dann haben wir hier natürlich auch unsere große Map, die auch ganz schön weit runter geht. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Welt aktuell ist, aber das werden wir ja sehen. Und ich schätze, genau, hier müssen wir hin auf das zu dem Questziel. Das können wir uns auch markieren. Und hier können wir, wenn wir ein Dorf anklicken, dann auch sehen, dass es zur Fraktion der Siedler aus Herndien gehört und dass es von den Briganten besetzt ist. Was auch immer das bedeutet, das weiß ich jetzt aktuell natürlich auch noch nicht. Dann haben wir hier noch den Kodex, Volkskunde, Geschichte, Notizen, Überlieferung, Welt allgemein. Damit kann ich jetzt auch nichts anfangen. Ja, das war es dann auch schon. Jetzt würde ich einfach mal sagen, düsen wir einfach mal durch die Gegend und gucken, was können wir denn so machen. Also mit Space ist natürlich Springen und mit Shift ist auch natürlich Schnelllaufen, wie es ja so in jedem Game ist. Und hier drin ist ein weißer Punkt. Hier, wir können jetzt die Kiste hier looten und haben Münzen, Bärenmarmelade, getrocknete Bären und nochmal getrocknete Bären. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Zerrissener Zettel. Wir kämpfen, um diese Unschuldigen zu retten, aber es wird von Tag zu Tag schwieriger. Wer hätte gedacht, dass der Schlechter mit diesem düsteren Namen jemand ist, der ein weiches Herz für Kinder hat? Zudem sind wir eine zusammengewürfelte Familie. Okay. Kann man da zufällig hochklettern? Ich glaube nicht. Na gut, ich denke mal, Leute, dass wir ja dann einfach nach unten müssen. Hier haben wir ein Lagerfeuer, das können wir aber nicht benutzen, so wie es ausschaut. Und hier ist nochmal ein Kapitel, was wir gefunden haben. Ja, dann düsen wir doch mal einfach hier lang und schauen, was auf uns zukommt. Die Welt sieht auf jeden Fall so recht hübsch aus, meiner Meinung nach. Ah, hier können wir auf jeden Fall Steine ernten. Die nehmen wir uns gleich mit, natürlich. Die werden wir bestimmt auch für irgendwas brauchen. Schauen wir mal ins Inventar. Aha, okay, ich habe es mir fast gedacht. Die Steine stacken nicht. Das heißt, wenn das hier voll ist, habe ich ein Problem. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich dann noch mehr Steine sammeln soll. Ich denke mal, ich würde mich dann tatsächlich eher auf den Flachs konzentrieren und auf die
Bäume, die wir brauchen. Mine benötigt ein Werkzeug. Ja, okay. Was ist hier? Fels und... Warte, was war da? Ach ja, der Stein. Da ist auch wieder ein Stein. Und hier können wir Beeren ernten. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt haben wir, glaube ich, bei diesem Kodex den Bären-Eintrag. Genau, das ist gut. Da kann man dann auch alles sehen, was es so gibt. Also Gesundheitsregeneration plus 8 und Ausdauerregeneration. Ein Grundnahrungsmittel im Flachland, das in den meisten Wäldern frei verfügbar ist, kann roh getrocknet oder zu anderen Zutaten hinzugefügt werden, um bessere Gerichte zuzubereiten. Super. Benötigt ein Werkzeug. Wie kann ich mir denn jetzt ein Werkzeug machen? Schauen wir doch nochmal. Ich glaube, das kann ich noch nicht machen. Das heißt, hier nehmen wir auf jeden Fall den Stock mal mit und haben jetzt schon Holz. Super duper. Hier sind wieder nur Steine. Junger Baum. Den kann ich ja noch nicht mitnehmen. Dann haben wir hier aber noch so einen Ast oder einen Stock. Stone braucht man nicht, das können wir nicht. Na gut. Was ist hier? Auch ein Stein. Nee, alles klar, dann düsen wir mal weiter. Wir werden ja im Wald hier bestimmt noch mehr Stöcker finden. Und was ist das? Flachs. Ah, hier ist auch Flachs, cool. Gut, das ist dieser lila, ne? Das müssen wir uns dann merken. Beziehungsweise hier ist ja auch ganz viel davon. Dann nehmen wir den gleich noch mit. Wenn er denn schon mal da ist, ne? Ah, und hier kann ich jetzt nicht mehr ernten, weil es zum nahegelegenen Dorf gehört. Sehr interessant. Und was sind das für coole Blümchen? Ich habe schon wieder so ein Bienengeräusch gehört und musste gleich wieder an den Shrouded denken. Ah ja, wir sind ja hier auch schon direkt im Dorf. Hier steht auch das Namensschild, Herrn Dean. Hier ist ein Feld mit Sonnenblumen. Kann man hier irgendwas machen? Nö, glaube nicht. Schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was man hier mitnehmen kann. Kann man da rein? Nö. Okay, dann halt nicht, ne? Entschuldigung, ich bin beschäftigt. Geht und sucht den Dorfältesten. Er sollte euch helfen können. Na gut. Dann gehen wir doch mal auf die Suche nach dem Dorfältesten. Wo könnte sich denn der befinden? Ich schätze mal irgendwo da hinten. Weil da haben wir nämlich auch das Ausrufezeichen auf der Karte. Ah, da steht er. Der ist auch nochmal extra mit so einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Das ist natürlich praktisch. Ich glaube, wir müssen reden, Reisender. Du bist ein neues Gesicht hier und neue Gesichter, die auftauchen, enden selten gut für dieses Dorf. Meine Pflicht gilt in erster Linie meinem Dorf. Ich muss wissen, wer du bist und warum du hierher gekommen bist. Ich will euch nichts Böses, ich bin in die Niederlande gekommen, um Antworten zu finden. Entschuldigen Sie, habe ich etwas getan, um Sie zu beleidigen? Wir sagen ihm das Erste. Auf der Suche nach Antworten, ha? In einer perfekten Welt könnte ich dir alle Informationen geben, die du brauchst, und du könntest auf deinem Weg sein. Aber offen zu sprechen kann heutzutage ein Todesurteil sein. Solange du Fragen stellst, bringst du uns in Gefahr. Habe ich deine Erlaubnis, vorerst im Dorf zu bleiben? Ja. Nein, aber du hast meine Erlaubnis, am Rande des Dorfes eine Unterkunft zu bauen. Komm zurück, sobald du dich eingerichtet hast, und vielleicht kannst du dir deinen Unterhalt verdienen. So sei es. Cool, dann haben wir jetzt die eine Quest abgeschlossen. Oh, Gebäude und Konstruktion. Baue deine erste Unterkunft, drücke dazu B, um das Baumenü zu öffnen. Das haben wir ja schon gesehen. Jeder Bau benötigt Ressourcen, das haben wir auch gesehen. Du kannst Gebäude nicht nahe an bestehenden Dörfern platzieren. Das hat er uns ja auch gerade gesagt. Okay. So, was haben wir denn hier? Verräter. Treue werden belohnt. Ach so, das ist quasi wie so ein
Most Wanted? Ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine, oder? Na gut, dann gehen wir doch jetzt mal raus aus dem Dorf. Denn wir haben ja jetzt die Quest bekommen, uns eine Hütte zu errichten und bis morgen zu warten, um nochmal bei Dobron nachzufragen. Oh, da sind ja Kühlis. Hallo, kann ich mit euch interagieren? Nein. Schade, schade, Schokolade. Sind wir jetzt hier noch? Ah ja, wir sind noch zu nahe. Wo ist denn ein schönes Plätzchen? Da sind wir immer noch zu nahe. Vielleicht da hinten so in dieser Waldlichtung? Vorerst. Gehört zum nahegelegenen Dorf. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch alles brauche. Ich brauche 10 Holz und 6 Flachs. Und ich habe 3 Flachs und 3 Holz. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal auf die Suche gehen. Kann ich auch noch nicht ernten. Gehen wir noch weiter runter. Moment, hier ist, glaube ich, erstmal wieder Stock. Den brauchen wir. Was ist das? Hanf. Ach so, ja, gut. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Flachs ist wichtiger. Den haben wir hier aber auch genug. Und ich habe Leinsamen bekommen. Das heißt, man kann den Flachs dann vermutlich auch selber anbauen. So, einen brauche ich noch, so wie es ausschaut, gell? Jetzt habe ich 6 Stück und mein Inventar ist, glaube ich, voll. Kann ich das Ding auch einfach erstmal platzieren? Baustelle platzieren. F. Ah, okay. Oh, das ist ganz schön groß. Und manchmal habe ich das Gefühl, leckt das ein bisschen. Kann ich das drehen? Ja, kann ich. Wo ist denn der Eingang von dem Ding? Ja, blöde Frage. Wahrscheinlich hier vorne, ne? So. Hm, da oben hin ging es, glaube ich, nicht, oder? Ist wahrscheinlich noch zu nahe. Ich hätte es gern hier drinnen. Ah, nee. Muss 42 Meter weiter entfernt. Schade. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist sehr belastend. Können wir es nicht irgendwo hier hinstellen? Ja, hier ist doch eigentlich auch ganz schön. Dann stellen wir es da hin. Okay, jetzt habe ich persönliche Hütte. Baustoff hinzufügen. Ah, Moment einmal. Ich will doch jetzt hier Baustoff hinzufügen und ich kann hier... Also ich muss immer hier an diese weißen Dinger gehen, an diese weißen Punkte. Und dann kann ich bauen. Aber hier kann ich auch alles hinzufügen. Sehr schön, weil dann ist mein Inventar nämlich wieder leer. Das heißt, wir gehen jetzt noch kurz auf die Suche nach ein bisschen Holz. Muss ja irgendwo zu finden sein. Oh, da hinten ist ein Elch. Hier. Stock. 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 Das reicht uns aber noch nicht. Jetzt haben wir auch dieses in der Mitte. Seht ihr das? Dieses Auge mit dem Elch. Hirsch. Ich verwechsel die beiden immer. Hier ist auch noch ganz viel. Totholz. Ja. Ist aber auch als normales gekennzeichnet. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, vielleicht könnten wir noch ein bisschen mehr mitnehmen. Pilze. Ja.
Ich brauche Holz, Holz, Holz. Und sonst nichts. Was ist hier? Ein Stock. Genau das brauche ich. Oh, und hier sind auch ganz viele Pilze. Nehmen wir nochmal zwei mit. Ah, mein Inventar ist voll. Okay. Ich glaube aber, dass wir genug haben. Da rennt so ein Typ. Sollen wir mal zu dem kurz hinschauen? Ich hoffe, der ist nicht böse. Yes? Ja? Was machst du hier? Shush, I'm hunting. Psst, ich bin auf der Jagd. Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Okay, es tut mir ja leid. Dann verzupfe ich mich halt wieder. So schaut's nämlich aus. Ich weiß nicht, ob es Fallschaden gibt. Aber bis jetzt habe ich noch keinen gehabt. So, da sind wir wieder bei unserer Hütte. Dann legen wir doch jetzt alles hinzu. Und jetzt können wir konstruieren. Ich renne jetzt einfach da rum und drücke. Jetzt muss ich rein. Da. Dann hier wieder. Die variieren irgendwie immer. Diese weißen Dinge. Je nach Baufortschritt. Jetzt muss ich wieder rein. Ah, Hilfe. Ah, okay. Also, das ist fertig. Hier habe ich eine Truhe. Und hier ist mein Schlafplatz. Zu früh zum Schlafen, sagt er. Dann kann ich doch aber in die Truhe jetzt mal hier vielleicht die Pilze reintun. Und mit Steuerung und Linksklick geht es auch automatisch rein. Beziehungsweise einfacher. Den Hanf, Leinsamen können da rein. Getrocknete Beeren, Beerenmarmelade. Ja, ich tue jetzt einfach alles rein. Die Beeren hier behalte ich mir mal. Warte bis morgen, um bei Dobron nachzufragen. Okay, naja gut, wir könnten ja. Haben wir nicht jetzt schon irgendwas freigeschaltet? Haben wir, sehr schön. Und zwar Forschungstisch, Lagerfeuer, Lagertruhe, Plumpsklo. Was braucht denn das? Zwei Baumstämme und fünf Holz, ja. Ich glaube, das können wir noch nicht bauen. Aber die einfache Werkbank, die können wir uns doch mal platzieren. Aber wo ist ein schöner Platz dafür? Können wir die einfach hier hinstellen? Okay, sag mir nochmal, was ich brauche. Holz. Dreimal Flachs, dreimal Stein und fünfmal Holz. Dann gehen wir zur Kiste. Dreimal Stein. Dreimal Flachs. Und noch vier Hölzer brauchen wir dann. Da oben ist doch auch... Achso, aber das kann ich nicht nehmen, oder? Doch. Und es wird ja jetzt schon langsam dunkel. Ich brauche noch mehr Hölzer. Hier ist noch was. Ach, das gehört wieder zum Dorf. Ist ja doof, dass ich da nicht mal ein Holz aufnehmen kann. Aber man sieht auch, dass es jetzt schon langsam dunkel wird. Vielleicht schaffen wir es also noch kurz, die Werkbank wenigstens zu machen. Oh, hier ist Holz. Stock. Hallo? Jetzt haben wir drei. Okay. Das müsste eigentlich für die Werkbank reichen. Ja, na dann. Construction. Und sie ist fertig. Wenn wir jetzt F klicken, können wir irgendwas herstellen. Einfache Werkbank. Wir können eine einfache Axt machen, eine Fackel und eine primitive Keule. Ach so. Und es startet schon, wenn ich es anklicke. Okay.
Dafür brauche ich Rohsteine und Holz. 2 Rohsteine und 6-mal Holz wieder. Die Fackel habe ich jetzt schon gemacht. Jetzt muss ich mal gucken. Die kann ich doch bestimmt irgendwie ausrüsten. Hier unter Waffen. Und wenn ich jetzt die 1 klicke, dann nimmt sie die Fackel. Ja, nice. Okay, dann holen wir uns jetzt nochmal schnell hier was. Hier die Steine. Ich glaube, es waren 2. Und dann brauchen wir nochmal 5 Hölzer. Ich hoffe, dass da keine Tiere kommen und uns fressen. Das wäre belastend. Hallo, Holz, Holz. Mit der Axt wird es dann auch einfacher, das Holz zu holen. Weil ich dann die Bäume fällen kann. Ah, hier ist ein Stock. Einen Stock haben wir schon gefunden. Hier. Stock 2. Stock 3. Nochmal ein Stöckchen. Ich hoffe, ich finde dann überhaupt wieder zurück. Und ich sehe wieder irgendeinen Hirsch. Und ich glaube, ich höre ein Wildschwein. Ich brauche doch bitte noch einen Stock. Ich glaube, nur noch einer fehlt uns, gell? Gib mir einen Stock, Stock, Stock. Ich will keine Pilze. Ist hier einer? Nee, es sind auch Pilze. Da ist einer. So, wie viele haben wir? Genug. Dann laufen wir mal zurück. So, wartet mal kurz. Sehe ich denn mein Lager hier? Persönliche Hütte. Wegpunkt. Aha. Okay, ich muss also in die Richtung. Das ist auch gut. Das ist sehr nice. Wir haben keine Ausdauer. Was ist denn, wenn wir jetzt mal solche Beeren essen? Da muss mal drauf gedrückt bleiben, dann isst sie. Okay. Jetzt haben wir da den einen Slot mit so einer Beere belegt. Und auf jeden Fall der Stamina-Balken ist größer geworden. Und der Gesundheitsbalken auch. Ist nicht schlecht. Und hatten wir nicht 50 Münzen gesammelt? Wieso haben wir dann jetzt nur noch 25? Naja, macht nichts. Jetzt sind wir gleich da. Jetzt sind wir gleich da. F. So, jetzt hat er uns automatisch die Axt hergestellt. Ist auch nice. Die tun wir dann auf den Slot. Beziehungsweise tauschen mal mit der Fackel. Und die hat hier natürlich auch ihr Haltbarkeitsdatum. Das heißt, die machen wir jetzt mal aus. Und was ich jetzt auch gerade gesehen habe, wir haben hier 2-mal die weißen Punkte. Einmal, wenn wir einen Arbeiter angestellt haben, der kann dann hier bei dem weißen linken Pünktchen arbeiten. Und unser Baumenü oder Slash-Ding ist halt hier auf der rechten Seite. Und ich habe die Fackel jetzt unter meinen Füßen. Seht ihr das? Oh nein, sie verfolgt mich. Was ist, wenn ich sie jetzt anmache? Dann habe ich sie in der Hand. Wenn ich sie ausmache, dann habe ich sie unter meinen Füßen. Hallo. Und was ist, wenn ich die Axt nehme? Dann habe ich die Fackel immer noch da. Und wenn ich die Axt wegstecke? Okay, also das ist anscheinend ein Bug mit der Fackel. Naja gut, ich meine, jetzt macht es gerade Autosave. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Axt. Jetzt schauen wir doch nochmal in unseren Kodex. Beziehungsweise nicht, stimmt ja gar nicht. In diesen Technologiebaum will ich jetzt mal reinschauen. Ah ja, jetzt haben wir Lagerfeuer freigeschaltet, Forschungs...
Tisch. Sammellager haben wir noch nicht freigeschaltet. Ein Wohnzelt. Die Werkbank und das war's. Jetzt will ich nochmal ganz kurz da gucken. Ich kann auf jeden Fall reparieren. Die Fackel. Und dafür brauche ich ein Holz. Dann reparieren wir die doch gleich mal. Und für die primitive Keule brauche ich 4 Holz. Dann holen wir doch jetzt mal Holz. Baum schneiden. Ah, so, okay. Ich meine, jetzt sieht man jetzt nicht viel. Baumstamm? Nein, ich will den Baumstamm nehmen. Hallo? Ach so, jetzt habe ich natürlich den Baumstamm, gell? Kann ich da keine Äste rausschlagen? Das ist doof. Ja gut, okay, da muss man halt so wieder auf die Suche gehen. Dann lasst uns doch jetzt mal in die Haie. Schlaf bis zum Morgen. Gute Nacht. Tag 2. 5 Tage bis zum Winter. Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Oh, es regnet. Gesundheit und Verletzungen. Schlafen stellt deine HP vollständig wieder her. Wenn du oder deine Begleiter einen Kampf verlieren, erscheinen sie wieder, werden aber für eine gewisse Zeit verletzt. Wenn sie erneut verlieren, bevor sie geheilt sind, sterben sie für immer. Verletzungen haben verschiedene negative Auswirkungen. Bin ich verletzt? Was ist denn dieses eine Zeichen da jetzt? Hat das hier? Keine Ahnung. Ja gut, dann gehen wir doch jetzt nochmal zu Dobron. Oh mein Gott, ist das ein Kackwetter. Ah, hier nehmen wir aber... Ach so, ja, das geht ja wieder nicht, weil es zu nah zum Dorf gehört. Das ist belastend. Machen wir die Fackel an, die wärmt uns vielleicht ein bisschen. Hier ist ein Amboss. Können wir aber nichts machen. Dobron, wir kommen. Über Umwege. Aber wir kommen. Da hinten stand er, ne? Ich kann ihn sehen. Hallo, Dobron. Work peasants, there's no time to lose. Wenig reden, stecke deine Waffe weg. Mann, es ist doch nur eine Axt, Junge. You again. Du schon wieder. Gib mir eine Chance, dein Vertrauen zu verdienen. Wenn ich versage, lasse ich dich in Ruhe. Ich habe hier noch einige Dinge zu erledigen. Seit gestern hat sich nichts geändert. Gib mir doch dein Vertrauen. Ich sag dir was. Wir haben tatsächlich ein Problem, das du lösen kannst. Wenn du bereit bist, natürlich. Wozu, was ist es? Hier wird es kalt, besonders in der Nähe der Berge. Wenn wir uns warm halten wollen, brauchen wir dafür Pelze, Kaninchen oder Wolfspelz, aber du siehst unsere Jäger. Nun, wir hatten eine kleine Diskussion darüber, wie die Dinge im Dorf in Bezug auf die Bezahlung funktionieren sollen. Und ich vermute, ihr konntet euch in dieser kleinen Angelegenheit nicht einigen. Kommt zur Sache. Er will nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, aber Herrn Dean ist hauptsächlich auf ihn angewiesen. Ich möchte, dass du ihn überzeugst, Fallen zu liefern. Wenn du uns auch Kaninchenfell bringen könntest, wäre das sehr willkommen. Aber wir können nicht erwarten, dass du das jeden Tag tust. Wir wollen... Mit unserer Pelzjagd. Also die Priorität liegt auf den Fallen und dem Fell. Kümmere dich darum. Ich werde sehen, was ich tun kann. Oh, und jetzt hat er ein Fragezeichen. Leb wohl. Okay, das heißt, unsere nächste Quest ist, dass wir mit dem Jäger sprechen müssen. Aber wir stellen uns jetzt mal kurz hier unter. Gehen auf Spiel speichern. Nehmen wir einfach Looney. Nehmen den Slot. Gibt einen Namen für deine neue Spielerdatei ein.
YouTube. Und jetzt speichert es sehr schön. Denn, meine Lieben, ich werde den Part an der Stelle auch beenden. Ich fand es bisher eigentlich ganz cool. Es hat Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie es dann im nächsten Part mit dem Jäger weitergeht und was wir uns dann vielleicht schon Neues bauen können. Und solltet ihr euch das Spiel heute schon geholt haben, dann schreibt doch mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend. Bye!